Hi und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und heute kam das neue DLC raus, das letzte von den zwei. Die Ballade der Recken. Du kannst dich einer neuen Herausforderung in Bezug zu den Recken stellen. Nachdem du die vier Titanen zurückgebracht hast, kehre noch einmal zum Schrein des Lebens und dem Podest, auf dem du den Chica-Stein gefunden hast, zurück. Okay. Gerichte über Schätze. Es gibt 9 Ausrüstungsgegenstände zu finden, zum Beispiel die Ausrüstung der Leibwache oder Ravius Mütze. Sowie weitere Gegenstände, die von Figuren aus der The Legend of Zelda-Reihe inspiriert wurden. Es soll Hinweise zu diesen Gegenständen beim Stall am Fluss und den Adeia-Dorfruinen geben. Antike Pferdeausrüstung. Ein antiker Sattel, der es ermöglicht, Pferde herbeizupfeifen, egal wie weit entfernt sie sind. Das zugehörige antike Zaumzeug erlaubt dir außerdem, dein Pferd häufiger galoppieren zu lassen. Am Stall der Hochebene soll es ein Buch über diese Gegenstände geben. Ja, dann machen wir weiter in der Gerudo. Erstmal Gerudo Hochebene und dann gehen wir zum Schrein des Lebens. Das war unser Anfangsort, ne? Wenn mich das nicht recht erinnere. Guck's Koksam. Ach du Scheiße, Mann. Wenn ich das schon sehe, dann habe ich schon wieder keinen Bock mehr, Mann. Oh, Mann. Ja. Mann, ja, was denn? Ich habe jeden Schritt deiner Reise verfolgt. Du hast wahrlich Großes vollbracht. Ja, Mann. Ruta und Rudania, Medo und Naboris. Ja. Es ist dir gelungen, alle Titanen zu erlösen. Das ist voll geil, ne? Doch, so stark du nun auch bist, in dir schlummern noch weit größere Kräfte. Begib dich zum Schrein des Lebens und setze den Shika-Stein dort in das Podest ein. Yo. So als Hauptziel gekennzeichnet. Oh. Na ja, dann. Huch. Antikes. Achso, jetzt sind die ganzen Nebenaufgaben. Ja, das interessiert uns jetzt erstmal nicht so. Hier müssen wir hin, ne? Genau. Schrein des Lebens. Jetzt schon sehe, dann haben wir jetzt ein Drittel geschafft, so circa. Ja, so circa, ja. Nicht so ein Viertel, bin mir jetzt nicht sicher. Das müssen wir dann noch irgendwann mal weitermachen. Wahrscheinlich nach. Das hat jetzt hier gerade geregnet, Donut? Ach, achso, da trinken wir draußen, deswegen. Achso, so. Jetzt sollen wir hier. Das machen, hier? Das machen wir. Was sollen wir denn da machen? Schickerstein und Rehakan Pilotenprüfung wird initialisiert. Was ist denn eine Pilotenprüfung? Gewalt der Seelen. Aufzusuchende Orte wurden auf der Karte vermerkt. Kommt denn da jetzt? Was ist das denn? Die Prüfung beginnt mit Aufnehmen des Schwertes. Was ist das? Was ist denn das? Oh, schön.
Alter! Ich bin der Priester Mist Kiosha, zur Höhe der du einen Titan zu steuern wünschst. Wow. Dieses Ziel zu erreichen erfordert große Hingabe. Okay. Diese Waffe besiegt Gegner mit nur einem Streich, doch auch ihr Träger wird mit nur einem Schlag besiegt. Du kannst diese Fähigkeit innerhalb einer bestimmten Zeit nur zweimal einsetzen, wenn die Waffe leuchtet. Nach einer bestimmten Zeit erhält die Waffe ihr Leuchten und damit auch ihre besondere Fähigkeit zurück. Gehe zu den vier markierten Orten auf dem vergessenen Plateau. Das hört sich ja sehr interessant an. Besiege alle Monster dort, um deine Stärke unter Beweis zu stellen. Okay. Wenn du dich nicht bereit fühlst, verlasse diesen Plateau. Die Waffe kehrt dann hierher zurück und die Prüfung endet. Ja, okay. Der Zerstörer. Diese Waffe besiegt Gegner mit nur einem Schlag, doch auch ihr Trainer bedeutet ein Treffer für das Ende. Nach zwei Treffern in Form verliert sie ihre Fähigkeit in kurzer Zeit. Okay. Wir mal kurz gucken. Ah, wir Moment, hä? Wie war nochmal? Tasche. Ach so, okay, okay. Kann ich ein bisschen schummeln? Probier das jetzt einfach mal. Ein Apfel? Nee. Hier zum Beispiel ein Maxi-Lachs. Kann ich das? Ah, ich will es irgendwie nicht verschwinden. Probier es mal an einem Apfel aus, dass man sich heilen kann. Es funktioniert. Okay. Hm. Weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Hm. Ja, das ist gerade ein bisschen blöde, dass wir jetzt hier gerade nur so ein Viertel Herz halt. Okay. Okay, das hat sich gerade erledigt. Lol. Ah, so, so ist es gedacht. Aber können wir nicht die Waffe wechseln? Müssen wir zwangsläufig mit dieser Waffe agieren? Ich weiß es nicht. Also, wenn ich das jetzt hier wechsle... Wo ist mein Master-Schwert? Achso, das sehe ich. Kann ich nicht ausrüsten, ne? Okay. Dann müssen wir zwangsläufig damit agieren. Hm. Aber Pfeile dürfen wir benutzen. Das könnte noch gut werden. Es könnte hilfreich werden, meinte ich, sorry. Für uns... Aber wenn es ein neuer Dungeon gibt, dann müssen wir mal aufpassen, dass wir jetzt keinen Herzcontainer bekommen, oder? Weil wir haben ja eigentlich schon die Maximalanzahl an Herzen, ne? Was ist denn jetzt hier am nächsten? Wald der Seelen. Wollen wir mal gleich mal als erstes hingehen, würde ich sagen. Was auch immer da wir machen müssen. Ich bin da gerade selbst überfragt. Ich spiele ja auch blind, ne? Wie jeder andere auch, der ist jetzt gerade hochgeladen, runtergeladen hat, das DLC. So. Nehmen wir mal zwei Eier mit. Müssen wir da runter, oder? Sind wir an Ort und Stelle? Nee, hier. Okay. Die Sachen nehme ich mir mit. Dürfen wir
Oh, dachte ich's mir. Halt, 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 halt. Ah, wir dürfen es auch nicht riskant machen. Bombenpfeile haben wir nicht. Eispfeile haben wir. Feuerpfeile. Versteck mich mal hier. Dann machen wir hier. Das hat doch keiner verboten, dass wir mit Pfeilen agieren. Shit. Der könnte uns hier ein Problem werden. Wir müssen hier alle Gegner besiegen. Ist hier irgendwie eine Basis oder was? Oder was? Keine Ahnung. Scheiße. Ah, der hat's abgewertet. Und der hat einen Elektrostab. Scheiße. Fuck, 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 fuck. Fuck. Da habe ich einmal nicht aufgepasst. Ah. Okay. Hätte ich vielleicht vorher speichern sollen? Ich weiß. Achso, wir kommen hier raus. Okay, gut. Das ist ganz gut. Ah, vielleicht sollte ich mal. Wie waren das jetzt nochmal die Fallen? Ah, genau. Elektrofeile? Ja, vielleicht ganz gut. Vielleicht sollten wir von rechts nach links, also hier hinten gehen erstmal. Moment. Vom Hinterhand eingegriffen ist vielleicht ganz gut. Oh, der hat mich gesehen. Oh, das war knapp. Schief. Müssen wir uns. Oh, warte mal, da ist noch ein Spinner. Da oben. Hallo, triff. Okay. Sehr gut. Vielleicht sollten wir mal hier hochklettern. Kommen die auf uns zu? Ich hab schon gedacht, das wäre jetzt unser Ende, aber gut. Ah, ich sehe jetzt halt nichts. Was haben wir denn jetzt? Oh shit. So. Ein Elektrostab. Können wir eh nicht einsetzen, aber ist ja egal. Was haben wir hier? Was ist das denn? Ausdauerhonig? Warte mal. Schöner Header. Vielleicht müssen wir hier irgendwas suchen. Sieht man hier irgendwie was? Banales Regen. Wie der Name andeutet, ist das Störe eine Waffe, die Gegner mit einem Schärfe. Doch auch wie er sich fühlen kann. Ja, ja. Die Karte zeigt dir, wo auf dem Vergessenen sich die Gegner, die du noch besiegen musst. Du musst noch 5 Monsterlager zerstören.
Also das Monsterlager ist wahrscheinlich noch nicht zerstört, oder wie ich das jetzt gerade interpretiert habe. Also hier ist niemanden mehr, ne? Wahrscheinlich ist hier noch irgendwo ein Schleimbolzen, der sich hier gerade so ein bisschen versteckt, kann es sein? Ja, hier, die Zwillinge, denke ich mal. Scheiße. Fertig? Nee. Ist eine Truhe, ne? Oh. Oh, Alter, Bombenpfeile, geil. Das könnten wir ganz gut gebrauchen. Und wir machen jetzt hier keine Stundenparts, ne? Wollte ich nur mal anmerken, wir sind ja nicht bei der Kruxsuche. Das ist jetzt ganz normales Zocken jetzt. Wieder. Vielleicht ist es auch eine ganz gute Abwechslung, dass wir jetzt mal hier diesen DLC jetzt mal anschauen. Mal zwischendurch. So. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir jetzt irgendwie was triggern. Also unten Gegner muss er hier noch irgendwie rumspüren. Ach, da oben. Guck dir den an. Vielleicht sollte ich in dem Moment einen Bombenpfeil abballern. Vielleicht ist es mal ganz gut. Sehr schön. Sehr schön. Okay, sehr gut. Kommt jetzt ein Schrein hoch oder was? Nee. Aber was ist das? Lol. Das ist doch ein Schrein. Oh lol. Kann man sich denn hier hinporten? Das ist denn interessant. Wie heißt es denn? Wie heißt denn dieser Schrein? Jowaka Iruta Schrein, tatsächlich. Okay. Ist wahrscheinlich denn hier so ein Segen, oder? Aber immerhin, man kann sich jetzt hier als Bonus hier hinporten. Das ist auch ganz nett. Was stimmt, mit X konnte man ja nochmal überspringen. Ich würde sagen, zwei Lager pro Part. Und dann würde ich sagen. Nee, das ist die richtige Prüfung jetzt, ne? Fingerspitzengefühl. Wir dürfen auch keine Scheiße bauen, ne? Es sei denn. Nee. Fuck. Da sind Kugeln. Wir müssen wahrscheinlich mit diesen Stacheldingern agieren, oder? Sehe ich das richtig? Moment. Da müsste ja gleich einer rauskommen. Hallo? Dürfen wir auch nicht zünden. Scheiße. Zu nah rangehen, sonst. Scheiße, ne? Ich sag mal, ich save mal vorsichtshalber einfach mal. Aber ich find's cool. Irgendwie finde ich's cool. So. Gut. Jetzt müssen wir irgendwas machen. Die Frage ist, was? Ich nehme den mal mit.
Da muss eine Kugel hin. Okay, das ist schon mal klar. Da links können wir lang, ne? Oder? Kann das sein? Sieht zumindest so aus. Ach, Moment. Ah, vielleicht eigentlich ganz gute Idee, dass wir den mit jetzt mitgenommen haben. So kann uns die andere Kugel nicht treffen. Kamera, bitte, genau. Die lege ich jetzt hier einfach hin, würde ich sagen. Am besten so, dass der uns nicht treffen kann. Nehmen wir den hier einfach mal, genau. Und so, dass er auch nicht runter... Ah, scheiße. Egal. Und dem ist wahrscheinlich so ein Auffangbecken, dass wir hier die Kugel jetzt irgendwie... Ja. Na. Ah, scheiße. Na gut, denn... Ah, oh, okay, jetzt weiß ich, warum das Fingerspitzengefühl heißt. Okay. Ganz ruhig. So. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Darf jetzt nicht runterfallen. Kann ein bisschen schneller machen. Kracht er gegen die Wand? Nee, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ja, ist. Sehr schön. Darf ich jetzt halt bloß nicht runterfallen. Okay. Dann nehmen wir unser Stasis-Modul. Und hauen da einmal. Ah, ich weiß nicht. Ich probier's einfach mal. Ich werde mal kurz draufhauen. Das wird schon reichen, denke ich schon. Ja, siehste. Und da haben wir eine Truhe. Okay. Ah, es wird doch nicht so. Ich in Boone, in 13 Bäume, was ist der Schicker? Ja, brauchen wir jetzt eh nicht, ehrlich gesagt. Ach du eh. Wisst ihr, was ich mache? Pass mal auf. Der Gedanke war eigentlich gar nicht... Das ist ein Schalter? Nee. Ach nee, das war ja der Podest für die Schale wahrscheinlich. Genau. Den nehmen wir mal mit. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir den noch irgendwie rausgeschmissen kriegen. So, ah, fuck. Mein Plan war jetzt nämlich, dass wir die... Oh, oh hi! Da ist er wieder. Dass wir den irgendwie hier hinlegen, dass wir da keinen Ärger haben mit diesen Stacheldingern. Das wäre ganz gut. So, ah. Können wir den irgendwie... Die anderen sind ja eigentlich relativ egal. Komm mal her. Scheiße. Hier? Hier du? Okay, wir müssen wahrscheinlich ein bisschen ein Stück zurück und so. Ein bisschen runter. Aber jetzt beide oder ein? Ein. Ja, ein reicht auch erstmal. So. Und ein bisschen. Genau, so habe ich es mir vorgestellt. Ich muss das hier bloß auskugeln. Leck mich. Gut, dann. Pass auf, dann nehmen wir den. Ach, Moment. Müssen wir die Kugel erstmal holen. Ja, ich glaube, wir machen den Schrein noch in diesem Part noch fertig und den Sense, würde ich sagen. So, den nehmen wir mit. Ganz vorsichtig, 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 vorsichtig.
Der ist hier ein bisschen sensibler, was das hier angeht. Ah, scheiße. Wollte jetzt den großen, die große Kugel jetzt nicht haben. Warte mal, der kommt ja wieder. So. Ganz vorsichtig. Zack, zack, zack. Bisschen zu uns. Bisschen höher. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen übervorsichtig, ich weiß. So, jetzt drehen wir uns 90 Grad hier. Upsala. So. Bisschen zu uns. So, dann nehmen wir den als Schutzschild. So. So habe ich es mir vorgestellt jetzt. So. 90 Grad. Ah. Moment. Bisschen nach links. Genau. 90 Grad. Genau. Kommt da jetzt was? Ah, die eine Kugel. Okay. Die kann uns ja nicht umbringen, wollte ich gerade sagen. Ah, das ist schwieriger als gedacht. Okay. Das ist schwieriger als gedacht. Okay, pass auf. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich mache es gerade ein bisschen riskant gerade, sorry. Wenn wir die Schale komplett bis rüberziehen, wäre vielleicht auch machbar. Na gut, beide Kugeln wollte ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber ist nicht schlimm. Ah, fuck, jetzt. Okay, das war mein Fehler gerade. Halt, 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 halt. Okay. Ja. Mal kurz außer Reichweite, ein bisschen höher. Nicht so. Nicht zu dolle. So. Gut. Ich weiß nicht, ob das bis da drüben reicht. Aber wenn wir den bis da hinten ziehen. Ah, nee, das reicht nicht. Aber warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Wenn wir hier bis zum Zaun laufen. Dann würde das hinhauen. Achtung, da ist eine Kugel. Hab bloß Angst vor den Kugeln gerade. So. Genau. Sehr gut. Jetzt müssen wir bloß durch. Jetzt brauchen wir nur die Kugel einsetzen. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Genau. Nehmen. Zack, einsetzen. So habe ich es mir vorgestellt. Super. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Dann wird wahrscheinlich jetzt vier Parts werden. Also freut euch auf ein schönes Breath of the Wild-Wochenende, würde ich sagen, ne? Du hast die Prüfung gemeistert und zwei bist du aus der Welt erhält. Ja, kriegen wir jetzt einen Sieg. LOL. Tatsächlich, wir kriegen ein Zeichen der Bewährung. Oh, so. Dann kriegen wir wahrscheinlich, dann können wir wahrscheinlich noch ein paar Ausdauerdinger bekommen. Das ist cool. Ja. Freut mich. Geil. Siehst du, daran habe ich jetzt auch ja gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Gut, bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Macht das gut. Haut rein, Leute. Und tschüss.